Immer öfter haben wir jetzt die Frage, wie kann ich mein Auto durch ein Fahrrad ersetzen? Und es gibt mittlerweile Fahrräder, wo sowohl transportiert werden kann, als auch gefahren werden kann. Wir sind auf der Messe Free, Freizeitmesse hier in München, und unser Standnachbar sozusagen bietet so ein Konzept an. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Hi, hier ist der Markus von Fahrradschlepp Fitbikes und ich bin am Nebenstand auf der Freizeitmesse Free zusammen bei Cargon Bikes mit dem Andreas. Genau, wir haben immer wieder mal die Frage gestellt bekommen, wie kann ich eigentlich mein Auto am besten durch ein Fahrrad ersetzen? Was machen wir mit Gepäck, was machen wir mit Kindern? Und wir haben jetzt hier sozusagen Cargon gefunden. Ja, erklär doch mal ein bisschen, was haben wir denn hier überhaupt? Ja, also ihr habt hier grundsätzlich schon mal ein Lastenrad, klassischer Typ, Long John, das heißt Ladefläche vor dem Fahrer. Einachsig, das heißt, ich kann mich wie beim normalen Fahrrad in die Kurven legen, zwischen Pollern durchfahren, alles möglich. Wir haben eine Modularität in der Ladefläche, das heißt, man kann diese Körbe hier komplett austauschen. Da gibt es große, kleine, einen Kindersitz. Also im Endeffekt haben wir ein Fahrrad, was aber nochmal erweitert worden ist um ein Stück nach vorne. Richtig, ja, es ist quasi einen Meter länger. Genau, und wir können es genauso verändern. Jetzt haben wir jetzt hier sozusagen einen Lastenaufbau, aber du hast vorhin erzählt, wir können hier den Das können wir verändern. Das kannst du mir mal kurz zeigen. Ja. Jetzt ist es so als Kindersitz sozusagen aufgebaut, ja, oder? Das können dann zwei Kinder. Wie schwer dürfen die sein? Also wir haben insgesamt eine Zuladung von 200 Kilo, also es wären schon ziemlich fette Kinder, aber dadurch, dass der Fahrer noch dazu kommt, also das Gewicht des Kindes wird bei uns nie das Problem sein. Okay. Ja. Ist eher die Größe, irgendwann ist die Oberkörperlänge so groß, dass die quasi mit dem Kopf eher an den Lenker kommen, gerade wenn sie noch einen Helm aufhaben. Also so, wenn die so 6, 7 sind, das ist so die Grenze, je nachdem halt, wie groß es sind tatsächlich. Ja. Also auch für den amerikanischen Markt gedacht. Ja, dann kann vielleicht nur einer sitzen, da müssten wir noch einen Gurt in der Mitte machen, aber ja. Okay. Ja, und wir können es aber auch, also folgendes Szenario, wir fahren mit den Kindern zum Kindergarten, die werden letzten wieder ab. Dann müssen wir zum Einkaufen fahren und da hast du sozusagen die Möglichkeit. Wir können quasi die Sitzbank einfach hochklappen. Dann hast du quasi die volle Ladefläche und kannst hier zum Beispiel 2 Kisten Wasser reinstellen. Kannst auch gerne übereinander stapeln. Also wir haben es schon ausprobiert, kannst hier irgendwie 4 Kisten reinbauen und kannst dann auch wirklich noch gut fahren. Dadurch, dass die Ladefläche halt sehr tief ist, haben wir einen niedrigen Schwerpunkt, was das Handling halt auch gerade, wenn es schwer beladen ist, viel einfacher macht. 200 Kilo Zuladung heißt Fahrrad plus Fahrradfahrer plus ohne Fahrrad. Ohne Fahrrad. Ohne Fahrrad, also wirklich Zuladung. Okay. Ja. Jetzt halt wird der eine oder vielleicht denken, okay, das ist ja super schwierig zu fahren. Das werden wir nachher mal kurz ausprobieren, dass wir mal eine Runde fahren. Aber ihr habt ja zwei Varianten. Ihr habt einmal mit Motor und ohne Motor. Genau, ja. Was wird häufiger gekauft? Tatsächlich der Motor. Also die Leute sind einfach ein bisschen faul und finden das halt auch cool, dass das dann noch ein bisschen flott fährt, obwohl es ein Lastenrad ist. Man kann es aber eigentlich auch super ohne fahren tatsächlich. Wir haben so ein Viertel der Leute kaufen es tatsächlich unelektrisch bei uns. Okay, faul ist ja das eine, aber ich denke mal, es ist einfach viel entspannter, wenn man von A zu A nach B fährt, ja, und Gepäck mit dabei hat. Natürlich. Vor Ort, ja. Ich denke mal, dass es viel mehr Leuten die Möglichkeit gibt, auch jetzt mit Fahrrad den Alltag zu bewältigen. Ja. Ihr habt euch entschieden für einen Continental-Motor. Magst du besser sagen, warum ihr das gemacht habt? Also der Continental-Motor hat zum einen 48 Volt Bordspannung. Das heißt, der unterstützt auch noch in der höchsten Stufe maximal, auch wenn der Akku fast leer ist. Weil durch die hohe Bordspannung ist quasi immer genügend Leistung da für den Antrieb selbst. Dann, er reagiert sehr direkt. Also du trittst rein, es kommt sofort was. Wenn du aufhörst, hört er auch sofort auf. Und er hat 70 Newtonmeter. Auch ein Vorteil. Und was auch schön ist für die Dauerhaltbarkeit, der hat ein sehr großes Abgangskettenblatt. Also anders wie bei Bosch, da hast du ja quasi ein kleines Ritzel und dann das verschleißt die Ketten sehr schnell. Hier hast du ein 50er Kettenblatt, kannst du drauf machen, 48, 44, sowas um den Dreh. Da kommst du mit einer guten Übersetzung raus und dadurch hast du halt einfach viel länger ein funktionierendes Fahrrad. Okay. Wie viel Geld darf ich dafür ausgeben? So wie es hier steht, kostet es 4,5. Der Kindersitz und der Korb haben wir quasi als Option. Das heißt, wenn du jetzt den Korb kaufst, kostet der 250 und der Klapp-Kindersitz kostet nochmal 200. Also normalerweise wäre es sozusagen so? Genau, ja, quasi nur mit der Grundplatte, so bieten wir es an. Wir geben auch die Befestigungspunkte open-source-mäßig quasi raus. Also wenn jetzt jemand sich was selbst bauen will oder wir hatten auch schon Handwerker, sei es ein Schreiner oder wir hatten auch schon mal einen Schornsteinfeger, die haben sich dann selbst was vorne drauf gebaut, genau für ihre Bedürfnisse und das bieten wir halt auch an. Okay, und wenn ich jetzt halt nicht elektrisch kaufen möchte, wo ist dann der Grundpreis? Bei 3.200. Okay,
Und war nicht das so, dass es besonders leicht ist im Vergleich zur Konkurrenz oder war noch irgendwas in der Hinsicht? Ja, also wir haben so als Alleinstellungsmerkmale eine Seilzuglenkung. Das heißt, damit kannst du quasi 90 Grad einschlagen und mehr. So. Die meisten sagen dann, ja, brauche ich ja beim Fahren gar nicht. Ist aber auch gedacht fürs Rangieren, weil wenn ich das Rad jetzt belade und wir sagen jetzt mal, da sitzt das fette Kind drin und es wiegt 200 Kilo, dann kannst du das natürlich nicht mehr rumheben oder sowas. Und wenn du jetzt auf dem Bürgersteig oder in der Hofeinfahrt rumdrehen möchtest, ist natürlich super, wenn du 90 Grad einschlagen kannst, dann kannst du halt auf der Stelle drehen. Das ist also besser rangierbar. Genau, ist besser rangierbar. Und wir haben ein Rahmengewicht von 6,7 Kilo. Bei beiden Rädern. Dadurch sind wir halt deutlich leichter. Man kann auch sozusagen, hast du vorhin erzählt, selber bauen, ne? Du hast ein Kit, was ihr kaufen könnt. Also wir haben manchmal so, ich sag mal, für die speziellen Kunden, die sagen, ich muss unbedingt jetzt eine Rohloff fahren oder eine Kettenschaltung und ich brauche die Felge, eine Messerspeiche, whatever. Für die bieten wir das quasi als Kit an. Beim Kit ist dabei schon unser Ständer. Der ist auch ziemlich einmalig. Der funktioniert über eine Gasdruckfeder und hält auch die volle Beladung des Fahrrads aus. Das heißt, wenn hier 200 Kilo draufstehen und der ist ausgeklappt, kannst du da auch vorne drin rumlaufen, ohne Probleme. Und der ist komplett klapperfrei. Also wenn du fährst über Kopfsteinpflaster und der hängt hier, wird der mit 400 Newton an der oberen Position gehalten und das gibt kein Geräusch von sich. Ne? Hier sieht man vielleicht noch ganz gut diese Seilzuglenkung. Ja. Ja, ist schon technisch cool gemacht. Ja. Also es ist eine Eigenentwicklung von uns. Da haben wir auch ganz viele Prototypen in der Werkstatt liegen, bis das so funktioniert hat, wie wir es tatsächlich haben wollten. Aber Barspin funktioniert nicht, oder? Nee, Barspin geht nicht ganz, weil wir haben keine komplette Umschlingung. Wir haben quasi nur eingehängte Züge. Update fürs nächste Mal dann. Ja. Könnte man noch so ein BMX-Lastenrad bauen. Genau. Ja, cool. Lass uns mal eine Runde fahren, Basti. Das ist schon ein halbes Jahr her, dass ich das letzte Mal ein Lastenrad gefahren bin auf der Free. Aber wir probieren es aber mal aus, oder? Ja, klar. Hört sich gut. Fast wie ein normales Fahrrad. Ein bisschen länger. Das ist echt cool, hier, schau. So, was für Zuladung haben wir jetzt? 200 Kilo. Nein. Oder das fliegst du? Die hast du aber gut versteckt, ey. Ich bin so knapp über 80. Also. Ja, auch fast. Ja, Fazit, fährt sich echt gut, obwohl das so Ding so lang ist, sag ich mal so. Ja, lässt sich gut steuern, lässt sich gut handeln, auch mit Gepäck vorne drin. Also ich denke, für all diejenigen, die etwas suchen, ihr Auto durch ein Fahrrad zu setzen und Kinder und Gepäck irgendwo hinbringen wollen, eine absolute Variante. Ne? Wo kann man sowas kaufen? Ja, kann man aktuell bei uns kaufen, tatsächlich online oder direkt. Und wir haben mittlerweile auch einen Händler hier in München, die Velo Company und auch viele andere in Deutschland. Werden immer mehr, immer mal auf unsere Website gucken. Meistens ein bisschen hinten dran, aber wir geben uns Mühe. Im Zweifel ruft uns an, schreibt uns E-Mails. Ja. Okay, also wer es sich interessiert, cargon.de. Ja. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt zum Thema Lastenrad, zu diesem Lastenrad, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Aber auch gerne euer Feedback, eure Meinungen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, Lastenrad totaler Käse oder total toll, lasst uns gerne von eurer hören. Wenn ihr mehr Videos davon sehen wollt, hören wollt, nach 4 Tagen ist echt anstrengend, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare, dann machen wir gerne mehr zum Thema Lastenrad. Und ansonsten, wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, nicht verpassen wollt, dann vergesst nicht auf Abonnieren zu klicken und verfolgt uns auch in den anderen Kanälen, Instagram, Facebook. Und ja, das war's schon. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.